Das Bündner Kunstmuseum gibt es seit etwas mehr als 100 Jahren. Es hat aber in den letzten Jahren einen großen Entwicklungsschritt gemacht mit dem Erweiterungsbau, der uns ganz neue Möglichkeiten gibt, unsere großartige Sammlung zu zeigen und parallel dazu ein reiches Programm an Wechselausstellungen mit Einzelausstellungen, mit thematischen Ausstellungen. So eröffnen wir diese Woche eine Ausstellung mit Dieter Roth, einer der letzten großen Universalkünstler des 20. Jahrhunderts. Wir zeigen hier Druckgrafik und Bücher von Dieter Roth und er ist sicher eine der Leitfiguren. Parallel dazu zeigen wir Ilse Weber, eine Künstlerin, die so auch prägend war für die jüngere Schweizer Kunst. Im Herbst werden wir dann eine große Ausstellung machen zum jungen Alberto Giacometti. Alberto Giacometti ist natürlich eine der Leitfiguren der Kunst in Graubünden und auch eine der Patrone unseres Hauses. Die Aufgaben des Vereins sind vielfältig. Nebst den Wechselausstellungen sind wir für all diese Events zuständig, Vernissagen oder Führungen innerhalb der jeweiligen Ausstellungen, die konzipiert sind dann durch spezielle Führungen, je nachdem, Bücher, Publikationen und so weiter. Nebst diesen Dingen machen wir auch Förderung der bildenden Kunst. Wir verleihen jedes Jahr einen Kunstpreis an einen jungen Künstler, der jeweils in der jeweiligen Jahresausstellung dann ausgewählt durch eine externe Jury, der dann die Möglichkeit bekommt, im Museum eine Ausstellung zu machen. Und das wird auch ein Film über sein Schaffen, was natürlich eine wunderbare Ebene ist für die jungen Künstler. Der Bündner Kunstverein ist unter anderem auch zuständig für das Museumscafé. Das Café wurde mit dem Neubau 2016 eröffnet und es hat sich zu einem bekannten und auch wichtigen Ort in Chur herauskristallisiert. Es ist ein beliebter Ort, um Mittag zu essen, um zu brunchen, um einfach einen Kaffee zu trinken. Und es ergänzt das Bündner Kunstmuseum enorm gut und wir freuen uns sehr, dass wir dieses tolle Café auch bei uns haben dürfen. Des Weiteren durfte der Bündner Kunstverein im letzten Jahr auch zum ersten Mal ein sogenanntes Kunsthausfest durchführen, was uns die einmalige Möglichkeit gegeben hat, den Ausstellungsraum im zweiten Untergeschoss des Erweiterungsbaus in einen Festsaal zu verwandeln. Das bedeutet, die Besuchenden oder die Gäste sind gekommen und es sah einfach alles total anders aus. Es war nicht eingerichtet wie in einem Museum, sondern es war wirklich eigentlich ein Galaabend mit ganz verschiedenen Highlights und wir freuen uns sehr, dass wir das auch in diesem Jahr wieder umsetzen dürfen. Wir haben immer mehr Leute, die extra wegen der Kunst nach Chur kommen, die extra für den Museumsbesuch nach Chur kommen. Und auch wenn das für viele Leute verbunden ist mit dem Weg in die Ferien, kann man doch auch ins Bewusstsein rufen, dass es nur eine Stunde von Zürich weg ist, man also bequem an einem Sonntag oder einem Wochenende oder auch unter der Woche hierher fahren kann, um die Ausstellung zu sehen oder auch einen Besuch in der Sammlung zu machen. Da haben wir wirklich Vorteile bekommen mit diesem Neubau, aber auch mit dieser Voraussetzung, dass viele Leute nicht nur das Museum besuchen, aber viele machen das, weil sie das gehört haben, wie wunderbar unser Direktor diese Ausstellungen formuliert innerhalb des Museums, hat sich herumgesprochen, das freut uns natürlich. Und wir haben auch jährliche Zunahmen von Mitgliedern, nicht zuletzt aufgrund unserer Programmvoraussetzungen, die wir haben. Nicht nur für das Bündner Kunstmuseum ist es immer wieder schwierig, auch jüngere Personen ins Kunstmuseum zu bringen. Und wir versuchen jetzt seit letztem Jahr mit einem speziellen Format, das nennt sich Museum Meets, auch jüngere Leute anzusprechen. Wir werden auch in diesem Jahr einige Museum Meets-Formate durchführen. Wir hatten letztes Jahr ein Konzert zusammen mit einer Führung durch die Ausstellung. Der Bündner Kunstverein durfte im letzten Jahr auch einen neuen Podcast realisieren unter dem Titel Univers Privat, damit die Besuchenden sich auch im Detail noch zu den Ausstellungen informieren dürfen oder dass wir sie auch animieren, in die Ausstellung zu kommen.